Im niedersächsischen Küstengebiet haben wir eine ganz wunderbare Situation für die archäologische Überlieferung, nämlich durch den Meeresspiegelanstieg sind ganze Landstriche mit einem tonigen Material, mit Klei sozusagen überspült und überdeckt worden. Und so sind dort im Untergrund Hölzer, überhaupt organisches Material hervorragend erhalten. Ein ganz bedeutendes Gräberfeld aus der späten Kaiserzeit oder Völkerwanderungszeit ist in Vremen im Landkreis Cuxhaven entdeckt worden. Wir sehen hier auf dem Foto zum Beispiel einen Sarg aus Holz gezimmert und neben diesem Sarg sind jede Menge Beigefäße. Was brauchte der Tote oder die Tote offensichtlich für ein Leben nach dem Tod, um sich dort verköstigen zu können bei Festen, brauchte man das. Diese Gefäße sind inzwischen restauriert und im Museum ausgestellt. In Bad Bederkesa auf der Burg, also dem Kreismuseum des Landkreises Cuxhaven. Die Kollegen dort, der Dr. Hüser, hat uns diese Nachbauten, 1:1 experimentell sozusagen in derselben Methode nachgearbeiteten Holzgefäße für die Ausstellung hier zur Verfügung gestellt. Sie sind genauso geschnitzt, genauso hergestellt und wir sehen, diese Gefäße sind gedrechselt worden. Also hier im 4., 5. Jahrhundert nach Christus haben unsere Vorfahren schon perfekt drechseln können. Wir haben also hier solche Stücke, die wir am ehesten vielleicht mit Spielsteinen in Verbindung bringen können. Und wir sehen auch hier, dass dieses Gefäß richtig aufwendig gedrechselt wurde. Nun kann man das hier ganz gut daran erkennen, auch die Holzmaserung, dass wir, wenn wir Glück haben, Holz ist gut erhalten, können wir mit der Holzmaserung sehr gut datieren. Wenn wir uns mal hier zum Beispiel diese Baumscheibe ansehen, die zeigt einen Zeitpunkt 1800 vor Christus ungefähr. Und wir sehen, dass der Abstand der Baumringe nicht gleichmäßig ist. Das haben vielleicht viele Leute auch schon mal im Wald gesehen, wenn Bäume gefällt sind, dass der Abstand der Jahrringe zueinander recht unterschiedlich ist. Das heißt, das funktioniert so ähnlich wie ein Strichcode im Supermarkt. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, das ist hier so eine Holzprobe aus einem Stück aus einer Windmühle des 17. Jahrhunderts oder aus einem Grab der Völkerwanderungszeit oder aus einem Moorweg, der aus der Zeit vor Christi Geburt stammt, haben wir aber diese typische Abfolge von Jahrringen. Und nun können wir die ziemlich genau datieren, weil man mit diesen verschiedenen Jahrringen, also heute, ich sag mal, ein Dachstuhl, eine Kirche, ein Grab, ein Moorweg, können wir hier Stück an Stück mit einer Überlappung hier eine solche Kurve machen, wo aus diesen einzelnen Strichcodes sozusagen eine lange Kurve geworden ist. Jetzt können wir ein solches Holzstück versuchen, hier mal ranzuhalten und zu gucken, wo der charakteristische Abstand der Jahrringe, der typisch ist für einen bestimmten Zeitraum, wo wir den wiederfinden. Und ich kann das jetzt hier mal probieren. Ja. Das ist hier jetzt vor für Effekt. Hier. Hier haben wir, sehen wir das ziemlich gut, genau den Abschnitt. Das heißt, das ist hier so ein Zeitraum ungefähr 200 vor Christus in diesem Modell. Und damit können wir also ein Holz ziemlich gut datieren. Es gibt noch andere naturwissenschaftliche Datierungsmethoden, zum Beispiel die C14-Analyse, die darauf basiert, dass jedes Lebewesen, sei es nun ein Baum, ein Tier oder auch ein Mensch, eine Pflanze, während ihres Lebens kosmisches, radioaktives Kohlenstoff auffangen. Das Isotop 14, C14. Man kann, sobald dieser Körper, der Baum, der Mensch, das Tier stirbt, verfällt dieses radioaktive C14. Und man kann messen, wie radioaktiv es noch ist. Und wir kennen präzise die Halbwertzeit, die nämlich genau 5568 Jahre ist. In der Zeit verfällt das auf die Hälfte. Wir haben also hier in dieser ersten Säule ist noch das ganze C14 in voller Menge da. Hier ist es auf die Hälfte schon reduziert.
auf ein Viertel, ein Achtel und so weiter. Und hier am Ende ist nur noch ein ganz kleiner Teil. Wir kommen damit ungefähr so bis vielleicht maximal 40.000 Jahre in die Vergangenheit und können also messen, wie radioaktiv ist der Kohlenstoff, der in diesem Holzkohlestück, in diesem Knochen oder in diesem organischen Rest noch ist. Und damit können wir relativ genau datieren mit einer gewissen Abweichung. Das ist nicht so genau wie die Dendrochronologie. Aber man kann diese beiden Methoden auch miteinander verknüpfen und hat dann ziemlich genaue Möglichkeiten zu datieren.